Neko Entertainment. Head Up Games. Studio Fitzbin. The Inner World. Ja, Freunde, es geht weiter. The Inner World. Das nächste wunderschöne Point and Click. Diesmal aus dem Hause Studio Fitzbin. Mit den größten Empfehlungen von Lena Flair, mehr oder weniger. Weil sie am zweiten Teil mitarbeitet. Und ja. Ich habe es kurz gestartet, um mal die Audioeinstellung für mich auf dem Kopf so ein bisschen anzupassen. Auf Eindringling wird geschossen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Achtung, gefährliche Fallen. Und der sieht irgendwie niedlich aus. Kann bestimmt auch reden. So, und ohne große Umschweife, los geht's. Los geht's. Gegen jedes Gesetz der Wahrscheinlichkeit gibt es ein Universum, das nur aus Erde besteht. Tief darin steckt eine gewaltige, kugelrunde Welt. Ihre Bewohner nennen sie Asposia. Beatmet wird sie von den heiligen drei Windbrunnen. Über den Ursprung dieses Windes ist man sich bis heute nicht einig. Dass er jedoch nach und nach verschwindet, ist eine unbestreitbare Tatsache. Mit dem Wind ging das Licht, mit dem Licht ging die Wärme. Und in der kalten Dunkelheit kamen die Windgötter. Mit versteinernden Blicken suchen sie seitdem die Asposa heim. Der einzige noch atmende Windbrunnen wird bewacht von dem Abt Conroy. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Asposa durch diese dunkle, kalte Zeit zu führen. Tagtäglich predigt er dem Volk Entsagung und Fügsamkeit. In der ewigen Hoffnung, die Windgötter milde zu stimmen und den Wind wieder zurückzubringen. Beobachtet wird er dabei oft von seinem jungen Novizen, Robert, den er wie einen Sohn großzog. Nicht wie seinen eigenen, zugegeben. Hey! Oh! Ich glaube, ich nenne dich Huck. Das darfst du aber nicht haben. Das gehört Conroy. Ich poliere es jeden Tag für ihn. Hübsch, nicht wahr? Oh, schau mal, was es kann. Conroy sagt, es erinnert ihn an den schönsten Tag seines Lebens. Er hat mir aber nie erzählt, was das heißt. Aber weißt du, was ich glaube? Es hat etwas damit zu tun. Pixel an der Wand. Du kommst bestimmt viel rum, oder? So als Taube. Weißt du, ich durfte den Palast noch nie verlassen. Wegen meiner komischen Löcher. Ich wünschte, ich hätte Streifen wie jeder andere. Aber schau mal. Hab ich selber gestrickt, damit die Leute keine Angst vor mir haben. Ach, diese Undankbaren. Ich versuche doch nur, ihnen zu helfen. Ja. Oh. Robert, mein lieber Junge, spiel mein Lied. Robert, wie oft soll ich es dir noch sagen? Eine Note, ein Takt. Nein. Wieso war das so klar? Welcher Idiot hat die hier reingelassen? Keine Sorge. Taube, ich habe dir vertraut. Ich werde euren Anhänger retten. Nein, Robert, Junge, bleib hier. Wache! Schickt mir den Igel! Die schnapp ich mir. Mietz, Mietz, Mietz. Verdammt.
diese diebische Taube? Okay, so, willkommen. Möchtest du die Einführung in die Spielsteuerung bekommen? Also eigentlich nicht, weil ich ja weiß, dass es ein Point-and-Click ist. Aber ja. Jo, Mann, gib's mir. Hotspots. Klicke und halte, um zu sehen, mit welchen Objekten interagieren kannst. Klicke auf ein Objekt, um nachschauen oder mit zu interagieren. Klicke auf einen Gegenstand, um ihn mit anzuschauen oder mit zu interagieren. Durchziehen und loslassen kannst du Gegenstände miteinander kombinieren. Du kannst Gegenstände aus deinem Inventar auch auf Hotspots in der Welt benutzen. Tippe auf ein Gesprächsthema, um darüber zu sprechen. Hast du alles über ein Thema erfahren, wird es ausgegraut. Zurück zum Hauptgesprächsebene macht man damit. Geilo. Bitte. So, du kannst die Einleitung jederzeit unter Einstellungen aufrufen. Hier oben. Und hier oben gibt's Rätselhilfe. Die werden wir nicht benutzen. Auch wenn ich das Spiel nicht wirklich kenne, aber da ist ein Wurm. Und da ist eine Flasche. Und das war ein bisschen... Achso, wir müssen wirklich nur gedrückt halten. Ah, das ist ja cool. Okay. Ach, und dann kommen, da wo wir hinklicken, da kommen dann auch so eine Fußtapsa. Okay, dann klicke ich da rauf, dann gucke ich mir das an. Da liegt eine alte Flasche im Müll. Cool, die machen wir mal auf. Sie ist gefüllt mit gegorenem Nektarinensaft. Wie lange die hier wohl schon liegt? Riecht nach Dienstag. Vor einem Jahr. So, dann haben wir noch einen Müllhaufen. Und Gott! Hier landet also Conroys Müll. Was haben wir denn da alles? Alte Vase, Spindel, rechte Hand von einer Stadtwache. Den Schal, den ich zum Geburtstag geschenkt habe. Der muss aus Versehen in den Müll geraten sein. Also, das Spiel nimmt sich anscheinend selbst nicht sehr ernst. Davon will ich nichts mitnehmen. Oh. Okay, es gibt aber kein cooles Menü. Ach so, wir haben das ja einfach unten. Oh, dann muss ich mal gucken, wie das... Ich hoffe mal, dass das mit einem schwarzen... Na, wobei, ich brauche eigentlich keinen schwarzen Rahmen. Es sieht ja nicht so aus, als wäre hier irgendwie ein Bildfehler im Gegensatz zu Deponia. Aber gut. Dann, das hatte irgendwie funktioniert. Hey Wurm, du siehst durstig aus. Der ist betrunken. So, dann... Tja, ich schätze, Würmer vertragen nicht viel. So, komm her, die Party ist vorbei. Zack. So, dann haben wir eine Windsocke. Eine Windsocke, die sich im Wind windet. Damit können wir doch garantiert was machen. Meine eigene Windsocke. Windsocken sind super. Ach, der Typ ist schon niedlich. Hier oben haben wir ein Windrad. Die Windräder in dieser Stadt sind nutzlos geworden, seitdem der Wind kaum noch weht. Phosphos! Ach, die sind ja niedlich. Ein Phosphos? Conroy hasst Phosphos. Ich mag sie. Sie machen Licht. Ich mag Licht. So, dann können wir doch garantiert mit der Windsocke hier oben. Naja, dann könnte ich... Obwohl, nein. Ach, das Rohr haben wir auch noch nicht angeguckt. Conroys Müllschacht. Warum führt er denn mitten in ein Wohngebiet? Damit können wir ja nicht interagieren. Mist, lässt sich nicht bewegen. Dabei kann man so einen Tunnel immer gut gebrauchen. Ja, vor allen Dingen, weil man ihn wieder hochklettern könnte. So, dann haben wir hier noch den Gang nach hinten. Könnte ich hier nicht gerade... Ach ja, hier, Krücke. Krücke? Oh, eine Krücke. Wem die wohl gehört? Tja, wenn die hier so rumsteht, kann ich sie ja mitnehmen. Oh, jetzt ist mir die Spitze abgebrochen. Ich hoffe, derjenige, dem die Krücke gehört, kommt nicht zurück, obwohl ich wahrscheinlich schneller wäre. Ja, das Spiel nimmt sich wirklich selbst nicht sonderlich ernst. Hier haben wir einen alten Fisch, den müssen wir gegen den Wurm wahrscheinlich austauschen. Für die Taube. Conroy-Kopf. Oh, dieses Lächeln würde ich überall erkennen. Conroy. Lächeln. Ja, genau. Lieber nicht. Er sieht aus, als wäre er schon wieder wütend auf mich.
Dann versuchen wir mal kurz... Ups, ne? Das war doch jetzt geraten, oder? Ja, war's. Ich wollte es nicht zugeben. Wie soll das funktionieren? Achso, wir können die Sachen auch direkt benutzen. Mal hier oben auf den Fisch. Das ist zu hoch. So bekomme ich den Fisch da nicht herunter. Oh, hier ist noch ein Fahndungsplakat. Warum das Mädchen wohl gesucht wird? Sie sieht doch eigentlich sehr nett aus. Das stimmt allerdings. Plakate abnehmen verboten. Schade. Gut, dann war's das aber auf jeden Fall für die Pilotfolge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen da. Und für den Fall, dass ihr keine von verpassen wird, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, Peace out, the Raccoon Stay Play. Ich freue mich schon auf das Let's Play.